Moin Freunde, wir sind auf dem Weg nach Berlin zu One Story, dem Live-Event. Und zwar hat mich der Jaffa eingeladen und gesagt, du musst unbedingt mal sprechen. Und genau deswegen mache ich das jetzt. Wer von euch da ist, ich hoffe, wir haben uns gesehen und haben kurz Hallo gesagt und Hände geschüttelt. Eine spannende Sache auch noch ist, ich fliege ja logischerweise schon wieder nach Berlin. Das heißt, aktuell bin ich wirklich jede Woche zweimal im Flugzeug irgendwo hin. Das ist voll krass, das war früher mein Traum. Ich finde es voll cool, dass ich das jetzt lebe. Und ehrlicherweise ist es mir gerade auch ein bisschen zu viel, weil ich nicht gut dazu komme, einfach zu sitzen und zu arbeiten. Aber dann ist mir auch die Tage im Büro aufgefallen, dass es auch gut ist, wenn ich nicht jeden Tag immer nur sitze und arbeite. Wie haltet ihr das? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wollt ihr im Büro sein und arbeiten oder wollt ihr die ganze Zeit auf Tour sein oder irgendwie so ein Mix dazwischen? Würde mich echt mal interessieren. So Freunde, nachdem ich mich jetzt nochmal für 3 Stunden oder was hingesetzt und gearbeitet habe, hier im Café in Berlin, habe ich jetzt mir noch einen Espresso mitgenommen, um die Kleinigkeit zu snacken. Und jetzt geht's zu One Story. Gucken wir mal, was da passiert. Achso, und kleiner Tipp auch für alle, die unterwegs arbeiten wollen, die Telekom Tagespässe, unendlich WLAN für 24 Stunden, Bombe. So eine geile Verbindung immer, so gut. Ich mache das sogar teilweise zu Hause, wenn ich ganz schnell was runter- oder hochladen will, kaufe ich mir einen Tagespass, weil einfach die Verbindung so krass gut ist. So, jetzt aber, One Story. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon seit einem Jahr oder länger dabei ist. Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Vielleicht erinnert euch, wir haben ein Event gehabt namens 1000 Euro nebenbei, wie du deinen ersten 1000 Euro monatlich nebenbei verdienst. Das war auch in dieser Forum Factory Location, wo jetzt das Event ist. Da gibt es mehrere Räume, 2 davon hatten wir damals. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele die Jungs jetzt hier haben. Bin aber sehr gespannt auf jeden Fall. Ho. Nice. Oh mein Gott, Freunde, ich habe den geilsten Dude gefunden. Jetzt bist du schon zu sehen. Ich darf euch ja nicht zeigen, wer das ist, weil der ist so geil. Da werdet ihr alle sofort ein bisschen horny. Da ist er. Das ist ein ganz anderer als der von der anderen Seite. Wer bist du und warum feiere ich dich so sehr? Ich bin Ötzi von Primal State. Primal State, Achtung, nochmal bitte unbedingt recherchieren. Primal State, mega geile Nahrungsergänzungsmittel, mega geiles Food auch. Also sehr, sehr, sehr feierlich. Ja, wir haben nicht nur Nahrungsergänzungsmittel. Falls du in einem kleinen Schlagloch gerade liegst, wo die Energie fehlt, dann helfen die wir dir dabei, die Energie wieder aus dir spulen zu lassen, wie eine Zelda-Flasche, die man geschüttelt hat, mit geil, unseren sogenannten Biohacks. Geil. Genau, was Biohacks sind, kannst du erfahren, und zwar nächsten Samstag auf seinem Event. Genau, auf der Online-Kundenkonferenz ist nämlich der junge Mann und wird auch ein bisschen was darüber erzählen. Und ich finde es gut, dass du gesagt hast, nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern das ist halt der eine Punkt, ja. Der eine Punkt ist das Konsumieren, der andere Punkt ist das Machen, ist das Denken auch. Was würdest du sagen an die Leute da draußen, was ist der Nummer 1 Tipp, wenn ich mal keine Energie habe, wie kriege ich Energie? Also meine Favorites, was Hacks angeht, sind verschiedene Atemtechniken. Ne? Ist jetzt ein bisschen exotisch. Wim Hof. Zum Beispiel, unter anderem Wim Hof, und gibt noch andere Atemtechniken, die einen wieder besser schlafen lassen, dann regeneriert man schneller, und wenn man schneller regeneriert und besser regeneriert, hat man natürlich am nächsten Morgen Energie wie ein kleines glückliches Kind. Ne? Mega geil, ich stelle dir auf jeden Fall mal RSD Max und Patrick Reiser auf der Konferenz vor, ach, in ein paar Tagen, weil die auch voll auf sowas schwören und das auch mega feiern. Nice. Das wird gut. So Leute, ihr merkt also, so eine Konferenz, so eine Veranstaltung ist auch mega gut, um einfach die richtigen Leute kennenzulernen, um das richtige Gedankengut zu bekommen und weiterzugeben, aber auch, um dann miteinander vielleicht Partnerschaften zu schließen. Wer weiß. Definitiv. Ja, also, sehr geil. Dabei ist, ist selber schuld. Good. Peace. So. Boah, das war ganz schön busy hier sofort schon. Krass, guck mal, was ist denn da los? Ja. Hallöchen. Sehr gut. Hi. Top. Du gehst auch sofort. Hi. Sehr gut. Du hast deinen Job verfehlt. Du solltest Musical-Darstellerin werden. Definitiv. Wisst ihr, auf wen ich richtig neidisch bin? Auf Dominik Schaar. Warum? Weil der so gut aussieht einfach auch schon wieder, ne? Jedes Mal. Ja. Ja, und der auch so touchy aber, sofort. Aber er kennt auch immer so schön jedes Mal. Jaffa, wie war das Event? One Story gestern war ja schon der erste Hammer Tag. Geil. Mit Christian Bischoff, Dirk Kräuter, Tobias Berg, also echt Hochkaräter gehabt. Es war hammer geil. Über 700 Gäste. Und das nächste Mal seid ihr auch dabei. Und nächste Woche Online-Marketing. Online-Kundenkonferenz. Ja, geiler Scheiß. Ich bin gleich auch da. Der Manuel lädt mich ja bestimmt noch ein. Muss man mal gucken. Ich gebe dir 10% dabei. Ja, geil. Ich habe aber schon hier über 70% für meine Leute rausgeholt. Ja. Ja, rocken wir auf jeden Fall, ne? Sehr geil, alles klar. Jetzt machen wir ein bisschen Workshop hier. Was ist das Ergebnis dessen, dass ich sein Problem gelöst habe mit meinem Kurs, mit meiner Uhr, mit meinem was auch immer? Und wie löse ich sein Problem? Das ist angefangen von, wie schaffe ich Aufmerksamkeit, bis hin zu, was verkaufe ich ihm tatsächlich? Ist es ein Coaching, ist es eine Uhr, was ist es? Und dann, wenn ich das verstanden habe,
dann kann ich überhaupt erst wirklich sicher sein, dass ich mich in die richtige Richtung bewege. Wer hier hat eine Geschäftsidee, aber noch keinen Kunden in der Nähe? Okay, ich nehme dich einmal, wenn ich so frei sein darf. Ja, ich will jetzt demnächst mit Amazon FBA durchstarten. Mhm. Und habe eine Geschäftsidee, die mit der Entwicklung von Autos zu tun hat. Mhm. Und lass mich da demnächst dann auch ausbilden. Okay. Ja. Das heißt, kannst du darüber reden oder möchtest du das lieber verdeckt halten? Ja, erstmal verdeckt. Okay. Aber Amazon FBA hat halt den Hintergrund, dass ich halt längere Zeit in Thailand war. Mhm. Und das fehlt mir halt so sehr, dass ich halt unbedingt so Zeit von Geld abkoppeln will und finanzielles Einkommen haben möchte. Finde ich eine geile Idee. Wem geht's noch so? Wer möchte gerne Zeit und Geld entkoppeln? Sehr gut. Was ist deine Geschäftsidee? Meine Geschäftsidee ist, letztendlich meinen eigenen Erfolg an Menschen weiterzugeben. Denn ich habe selber abgenommen mit 17 Kilo in 7 Monaten, nur durch Ernährungsumstellung. Ich habe zuallererst verstehen müssen, wie Ernährung und Gesundheit zusammenhängt. Mhm. Unter anderem Säurebasenhaushalt, vitale Nährstoffe und so weiter. Okay. Ich verstehe. Ich habe noch keinen Kunden und ich habe keine Ahnung, was mein Produkt ist. Mhm. Ich dachte jetzt an Workshops und Vorträge und vielleicht irgendwas online, aber ich weiß es nicht. Danke dir. Bleib mal stehen. Wer ist dein Kunde? Die meisten Leute überlegen sich, alle Menschen, die. Das ist der schlimmste Kunde, den man haben kann. Weil alle Menschen bedeutet, keinen als Kunde zu haben. Wer ist der beste Kunde? Der ist männlich oder weiblich, kann auch beides sein, idealerweise eins von beiden. Der ist nicht 20 bis 40, der ist 28. Der ist nicht in Norddeutschland, der ist in Hamburg. Das heißt, mach den so spezifisch, dass ich da rausgehen und den auf der Straße finden kann. Der hat einen Schnurrbart oder nicht. Mach den zu einer echten Person. Und diese echte Person anzusprechen, ist viel einfacher als eine Menschengruppe. Weil wie soll ich denn eine Menschengruppe verstehen? Aber einen Menschen vor Augen zu haben, mit ihm zu sprechen, zu sagen, schau mal, das ist dein Problem, das ist deine Lösung, das ist viel einfacher. Und das macht es auch verständlich, mit wem du es zu tun hast. Weil wenn du mit einer Menschengruppe sprichst, wenn deine Zielgruppe irgendwer ist, dann hast du das Problem, dass du auch irgendwen auf der Website versuchst abzuholen und keiner fühlt sich angesprochen. Wenn du was kostenlos anbietest, dafür sorgen, dass er das kostenlose Angebot annimmt, dann musst du gekonnt dafür sorgen, dass er das nächste Angebot annimmt und so weiter. So, meine lieben Freunde, da war gerade ganz kurz mal der Akku leer, jetzt ist aber wieder gut. Sehr gut. Wird das noch scharf? Ja, aber... Jetzt, zack, guck mal, wen ich gefunden habe, der Nick, der ist schon wieder da. Den wird man nicht los. Da ist schon wieder der andere Nick, Lass, Ötzi und Ole. Du auch noch. Der ist auch noch da. Krass. Wahnsinn. Krass. Krass, oder? Weiß jemand, wer der Ole ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Wer weiß. Ich bin jetzt im Drive Now auf dem Weg zum Flughafen Tegel wieder, zurück nach Düsseldorf. Und das Geilste, was ich an solchen Events immer finde, ist, dass ihr auf mich zukommt und wir miteinander reden können. Und nicht nur ihr, auch andere Freunde, Bekannte, Speaker, Leute, die sich einfach irgendwas aufgebaut haben, kommen auf mich zu, wir reden alle miteinander, tauschen uns aus, machen Deals. Es ist wahnsinnig geil, ich feiere das total. Also ich werde mich auf jeden Fall in nächster Zeit mehr in Richtung Live-Events bewegen, einfach weil das Zwischenmenschliche da ganz krass ist. Und ihr wisst ja selber, ich bin sehr extrovertiert, ich mag das Zwischenmenschliche sehr. Und Online-Sachen sind cool, Kurse und so weiter, werde ich auch alles weitermachen. Aber ich möchte selber meine Zeit viel damit verbringen, einfach live mit Menschen in einem Raum zu sein, zu sprechen, mit denen mich auszutauschen, auch Workshops zu geben etc. Das heißt, da werdet ihr mich auf jeden Fall mehr sehen. Schreibt mir aber gerne in die Kommentare auch noch für... was ihr euch mehr begeistern könnt, nämlich eher was drin, was allein oder eher was Extrovertiertes vielleicht auf der Bühne oder sowas. Was würdet ihr gerne mit dem Großteil eurer Zeit machen? Okay. Auch hier auf jeden Fall wieder ein sehr krass faszinierendes Bild der Potsdamer Platz. Ich weiß nicht, ob es für die Kamera so gut kommt, wie es in echt aussieht. Ihr müsst euch auch überlegen, diese Gebäude, klar gehören die Unternehmen, aber im Endeffekt stecken da immer Menschen dahinter. Das heißt, das hat sich auch nicht einfach irgendwie selber gebaut, sondern da haben Leute Ideen gehabt und dann haben die halt Geld gemacht und gesammelt und alles und boom, auf einmal stehen da diese Gebäude. Ne? Also wahnsinnig krass und für mich auch immer wieder inspirierend, Hochhäuser zu sehen.